Oh, noch mehr Tungstenohr. Warum haben wir eigentlich am Anfang nie so viel Tungstenohr gefunden? Oh Mann, jetzt habe ich keinen Platz für Rails. Scheiß Eisen. Ey. Ja, wow. Wir sammeln noch gar keine Rails, wir machen alles selber. Oh, ich meine, bist du noch am Leben? Ja, ich habe auch nur ein halbes Herz verloren. Everything went better than expected. Gold. Ich höre einen Enderman. Ich weiß, den habe ich gerade von mir weggelockt. Ah. Eigentlich nicht, aber der ist jetzt nicht mehr bei mir. Der war auf jeden Fall gerade bei mir. Dennis, wo bist du? Ich bin eigentlich in der Nähe von dir. Ich habe gerade deinen Namen irgendwo gesehen. Da unten, über dir bin ich. Über mir. Bin ich nie unten hingekommen? Ich bin nach oben gegangen. Ah, so rum war's. Es sind ganz viele Rails, die wir alle selber gebaut haben. Gut, dass wir vorher die Rails hier verteilt haben. Das war voll klug. Ja. Finde ich auch. Ich habe mal eine Treppe nach oben gebaut. Sehr schön. Nein. Wie voll ist eigentlich mein Inventar? Ah, okay, fast voll. Dennis, wir müssen bald zurück. Oh, gibt's hier Gibt's hier was? Warte, ich lasse ihn explodieren, wo ist er? Explodier doch. Ich wusste, dass hier hinter was ist. Explodier, du Scheißspaß. Danke. Hallo, Dennis, nicht den Creeper grundlos beleidigen. Warum ich darf das, du nicht. Oh, guck, ich habe sogar Oran gefunden wegen dem Creeper. Hat es freigelegt? Ja. Sehr schön. Braver Creeper. Oh, Enderman. Der macht mich kaputt. Das ist unschön. Dennis, ich bin bei meiner letzten Fackel. Hast du noch Fackeln? Ja. Dann komm mal hier vorbei. Bitte. Komm ich. Du bist jetzt mein... Fuck, hier, das, die paar Meter jetzt ernsthaft auch laufen können. Ich wusste nicht, wo du bist. Einfach weiter den Gang runter. Ja, jetzt habe ich wieder Platz in meinem Inventar frei. Hä, wieso? Weil ich ein Fackel-Stack weg habe. Ach so. Und jetzt packe ich hier noch irgendwas rein in die Ecke. Also wenn du was loswerden willst, hier ist eine Ecke. Was ist denn das? Ach so. Ich will das alles aufsammeln. Was habe ich jetzt im Inventar? Scheiße. Ah ja, sehr gut. Ah, mein Rücken. So. Jetzt habe ich wieder Platz. Ah, ich habe wieder Fackeln. Dennis ist ein Creeper. Nur, dass du es weißt und dich nicht gleich erschreckst. Wo ist der? Wie viele Schläge brauche ich für den Bastard? Okay, 4. Hab ihn dir geklaut. Ha, KS. Du bist so evil, Dennis. Du bist das personifizierte Böse. Ich habe unsere Rails wieder gefunden. Ja. Das, die Spur ist halt so eine Rotkäppchen-Style. Quatsch, Hänsel und Gretel-Style. Oh, der Film war gut. Ernsthaft? Ja, der ist echt nicht schlecht. Sicher? Ja, also wirklich dieser, schlecht. Dieser, der mit Hawkeye und der anderen. Der aus Hunger Games. Ja, ich glaube, der ist sogar der, aber auch, wo ich den Ich habe Hunger Games auch nicht gesehen. Oh nein, verdammt. Wolle muss weg. Wolle muss weg. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Wir sind hier so lange in der Mine und finden keine Kiste, das fällt mir drauf. Stimmt. Jetzt habe ich eine. Das ist gut. Bruder hat mich schon wieder durch Wände geführt oder was war das? Keine Ahnung. Oh. Ach, nur ein Herz. Verdammt. Jetzt weißt du schon, wie ich vor den wegrenne. Ich weiß ja jetzt, jetzt muss ich auch wegrennen. Ich habe auch eine Kiste gefunden. Und mehr Rails, was ist hier drin? Und über mir fliegt eine Rail. Über mir fliegt eine Rail. Wie fliegt? Die schwebt. Okay. Ja, finde ich auch eigentlich sehr gecheatet. Ja, tut mir leid. Ich wollte es einmal ausprobieren. Hallo, hier ist Slime und Wände und so. Mehr. Also Hänsel und Gretel, der Film ist halt. Was los? Ja, Lava. Nix, nö, hier ist. Hier waren Smaragde. Und ich hab die weggegraben und dann war da drunter nix. Ach. Dann sind die weggefallen, das fand ich ein bisschen doof. Da ist zwar Wasser, aber wieso? Ja gut, die hauen die Hexen halt kaputt, aber. Bitte den ganzen Sätzen, danke. Der kann konkurrieren mit so von der Brutalität her. Was? Okay. Also der ist richtig übertrieben. Oh, hier ist noch eine Kiste. Auch wenn es komisch klingt, aber der ist richtig krass. Vor allem am Ende. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ich dachte, der wäre halt so mehr
angedeutete Gewalt. Nö, so kommen sie so mit einer Schaufel und da ist so eine Hexe, also die Oberhexe und so. Da Schaufel, Hals, Kopf weg von Körper. Der 12-jährige gewaltgeile Junge in mir sagt, geil. Dann noch, ach ja, da fliegende Hexen, Draht. Wo die in den Draht rein fliegt. Genau. Cool, oh nein, ich kämpfe gerade gegen Enderman, kein Problem. Wie Schläge braucht er? Ich glaube, du wirst sterben. War schön mit dir, Dennis. Ich hab überlebt. Oh, ich bin wieder bei dem freigelegten Loch vom Creeper. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Wenn da fucking sind, dann ja. Ich glaube, du warst hier. Ja, hier ist deine Truhe. Wie bist du da reingekommen? Ich sehe dich nicht. Oh, hier sind Rails. Und ein Creeper. Das ist noch eine das ist noch eine Kiste. Jetzt offenbar finden wir voll viele Kisten. Nein, tot. Na doch nicht. Ich glaube, du bist gerade, wo ich da eben war. Warte mal. Ich muss hier eben noch ein bisschen Kupfer abbauen. Warum habe ich jetzt offenbar. Lol, eine Eisenhacke war in der Dinges. Eisenspitzhacke war in der Kiste. Ist ja praktisch. Das stimmt. Da muss ich mir keine mehr holen. Also, falls du meine brauchst, ne? Alles klar. Ich hab 3. Dennis, ich bin hier. Hallo. Und ich brauche wieder. Nein, meine Spitzhacke. Ist kaputt gegangen. Ja, hier hast du eine. Ich habe nämlich wieder gerade keinen Platz. Yay. Das heißt, wir können noch länger in dieser Höhle rumlaufen. Bis wir alle einen vollen Stack Rails haben. Wie viel habe ich? 38. Sehr gut. Oh, verdammt. Dennis, hast du noch Platz für Tin? Tin? Was war das? Das ist gepunkt. Silver? Nein. Ja, hab ich. Nevermind, ich hab. Oder hier, dann nimm mal das Holz, was hier liegt, falls du da noch Platz für hast. Oh. Skelett. Böse. Mach's kaputt. Hey, Hilfe, ich sterb grad. Was ist denn hier los? Jack. Oh nein, tot. Nein, Dennis, why? Oh, überlebt, nein. Oh, Alter, das bist du. Hallo. Stell dir mal vor, ich hätte dich gehauen. Ich wäre tot gewesen. Ja, eben. Ich hätte dich auch fast gehauen. Das hätte mir nicht leid getan, weil du hast mich vorher gehauen. Hast du Jack Reaper gesehen? Was? Jack Reaper? Nö. Der war wieder erwarten, ist aber gut. Ha. Ich glaube, den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, war Der Hobbit. Ja, den wollte ich mir auch anschauen, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Und davor. Weil ich hasse Herr der Ringe. Wreck-It Ralph. In Originalsprache voll gut. Ich hasse halt Herr der Ringe und das hat mich so abgeschreckt, Der Hobbit zu schauen. Ja. Vernünftig. Wenn du Herr der Ringe nicht magst, Den Hobbit zu gucken, wäre auch irgendwie dämlich. Ja, aber viele sagen, die haben irgendwie gar nichts miteinander zu tun und so. Und das kannst du so nicht sagen. Und wenn man Herr der Ringe hasst, kann man trotzdem den Film mögen. Ich werde mir auf jeden Fall mal auf DVD leihen. Nee, Blu-ray leihen. Oder kaufen, weiß ich nicht. Verdammter PlayStation-Spieler mit ihrem Blu-ray-Player eingebaut. Sie hat auch Blu-ray. Echt? Ja. Meiner nicht. Ich habe nur DVD-Laufwerk und das ist kaputt. Deswegen muss ich immer alle DVDs in meinen Laptop packen und die dann übers Netzwerk auf meinem PC installieren. Das ist voll die coole Idee. Au, verdammt. Ich habe gegen mein Mikro gehauen. Hat man gehört. Ich habe halt nur keinen Blu-ray-Brenner. Blu-ray-Brenner? Jo. Ich wäre ja voll der Burner, wenn du einen Blu-ray-Brenner hättest. Hätte halt 20 Euro mehr gekostet. Und dann hast du die. Na, okay. Das Blu-ray-Laufwerk kostet nur 21 Euro. Dann hast du nicht mal eben noch 20 zugepackt für einen Brenner. Ich war so schon ungefähr 80 Euro bei meinem Budget. Ach ja, du arbeitest ja nicht, ich vergaß. Ja, traurigerweise. Da hat man ja kein Geld. Ha! Schon scheiße, ne? Oh, ja, also. Ich bin schon wieder hier. Wo? Bei dem Loch, das der Creeper gemacht hat? Ja. Da hinten ist noch was. Ja, ich seh's. Das ist voll der zentrale Hub. Was? Oh Gott. Hab ihn zweimal gehauen. Das ist Teamwork. Du hast ihn gehauen? Ja, ich hab ihn zweimal gehauen, du hast ihn zweimal gehauen. Ich hab ihn dreimal gehauen. Hast du nicht? Hab ich wohl. Kann nicht sein, ich hab ihn zweimal getroffen. Das war aber Teamwork. Einer von uns lügt.
Ich ganz sicher nicht. Ich bin der ehrlichste Mensch, der je auf dieser Erde gewandelt ist. Das kannst du mir glauben, denn ich bin ehrlich. Aha. Das erinnert mich an dieses Rätsel, bei dem einer lügt und einer die Wahrheit sagt. Es gab irgendeine ganz simple Frage, um das zu lösen. Ich habe vergessen, welche. Mann. Falls die Antwort dazu irgendjemand kennt und mich nicht zwingt, Wikipedia zu suchen, schreib sie in die Kommentare. Ja. Sag mir mal, wonach du jetzt bei Google suchen würdest, wenn du da suchst. Das Rätsel hieß doch bestimmt irgendwie, wie jedes Rätsel in der griechischen Mythologie. Das Rätsel hieß irgendwie. Das Rätsel der zwei Harpien oder so. Ich glaube, es waren Harpien. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich Harpien waren. Könnten auch irgendwelche anderen Viecher gewesen sein. In der griechischen Mythologie gibt es ja alles. Alles, ja. Dennis? Ja. Wo bist du? Da hinten! Ach du Schrecken, hier ist ein Creeper. Hallo. Ich helfe dir. Nö, danke. Ich bin einfach weggelaufen. Ich hab's wie ein Mann getragen und bin gerannt. Wie eine Frau. Da ist schon fertig. Echt? Oh, der Creeper. Der ist pink. Nein! Oh Gott, hinter mir. Der ist rosa. Oh. Fuck! Das ist deine Schuld. Hol mich zurück. Mein XP. Ich habe eine Kiste gefunden, die ist aber leer. Was habe ich denn für ein Kram jetzt in den... Achso. Meine Rüstung, natürlich. Wir fackeln, glaube ich, nicht genug. Verdammt. Erde. Was? Nichts. Achso, Rüstung suchen. Ja. Hä? Ja, das ist immer das. Man sammelt alles auf, aber natürlich ist die Rüstung nicht dabei. Genau, das aber ist alles falsch. Kein Stück davon. Kein einziges Teil von den vier. Doch, ich hab's. So. Okay. Gut. Wo bist du jetzt wieder hin? Ein Stück weitergang. In die Richtung halt. Wo ist meine Hacke hin? Da ist meine Hacke hin. In welche Richtung? In die wir gegangen sind. Okay. Welche war das? Ja, nach links. Ach, da. Rechts. Jeha. Uiuiui. Guck mal, wir verrecken sogar mal. Was für ein Gefühl das ist. Ja, toll. Wir haben ja auch keine Rüstung. Wir hätten wenigstens Eisenrüstung machen können oder so. Nein, dafür haben wir nicht genug Stuff. Bitte? Hätten wir es jetzt gehabt. Du lügst doch. Als ob wir nicht genug Stuff für irgendwas hätten. Ja, ich stelle die Situation aus der 7. halben Folge her. Okay. Oh, wieder eine Kiste. Ist was Tolles drin? Ich habe schon 16 Brot. Spielen und Schokolade. Oh. Spawner. Oh, zerstört. Warte, ich mache eben... Was, jetzt schon? Ja. Wie schnell hast du den Spawner zerstört? Spitzhacke OP. True. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte... Nur was von dem Zeug mit dir. Hallo. Ach so, von denen. Brauchen wir einen Sattel? Eigentlich schon. Warte, hier in der Einkiste ist jetzt Brot. Brauche ich nicht. Brot nehme ich mit. Ich bin der Brot. Das mitnehmen. Brauchen wir auch nicht. Stimmt, hier können wir eigentlich jetzt ganz Zeug rein. Das Holz kann weg. Eine Schaufel habe ich sogar. Geil, ich habe eine Schaufel gefunden. Melonenkerne brauchen wir nicht. Redstone, kann man vergessen. Aber das ist EMC. Wolle. Gunpowder, Knochen. Alles passt so. Ah, wir müssen auch nur eins von den Dingens mitnehmen. Stimmt. Aber wenn es schon Slot im Inventar auch voll macht, dann wenigstens richtig. Jetzt habe ich wieder genug Platz, um zu sammeln. Hurra! Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Die Minimap verrät es mir auch nicht wirklich. Das stimmt. Ich habe ja noch meine Waypoints. Achso, ich weiß doch ungefähr, in welche Richtung wir müssen. Wie viele Meter sind wir weg? Warte. Ich sammle gerade Eisen. Ich sammle gerade unsere Rails. Sehr gut. Immer noch eine gute Idee, dass sie die da versteckt haben. Ja, echt. Wir sind weg 300 Meter von der Quarry. Das ist ja nix. Was geht's so? Ich dachte, wir wären weiter weg. Ich auch, eigentlich. Wir sind schon so weit gelaufen. Lame. Na. Wo bist du jetzt hin? Ich bin hier. Ach, da hinten. Guck. Ja. Die Angabe hilft. Ah! Hier.
Die verstehen uns so gut. Das hilft. Schatz, wo bist du? Hier! Ach so. Ach da, ja. Dennis, hier geht's runter. Echt? Ja. Erst hin. Wir könnten vielleicht sogar einen Holzblock mitnehmen. Und dann? Wir haben keinen Holzheim. Echt nicht? Wir haben doch Holzboden. Ja, stimmt. Aber ich habe mir in der Meinung gehört, nicht umdrehen. Wieso bauen wir immer denselben Block ab? Ich weiß nicht. Weil du doof bist und mich nicht meinen Stuff abräumen lässt. Ich gehe nach rechts. Okay, ich gehe nach links. Ja. Teamwork. Ich habe mehr Eisen gefunden. Ich habe Tin und Kohle. Ich habe keinen Bock mehr auf Kohle. Ich habe schon über 2 Sticks. Zurecht. Oh Gott, ich habe keinen Platz mehr für Eisen. Was? Ja, ich hab mein Inventar ist jetzt quasi voll. Ich habe wieder voll viel Platz. Ja, dann nimm... Ich kann dir was abnehmen. Ja, nee, ich hab einfach was anderes weggeschmissen. Also Gravel. Seile. Nee, Gravel. Denn ich glaube, hier waren wir schon mal. Warum baust du Gravel ab? Was ist mit dir los? Ja, Dick, hab ich halt im Inventar gehabt. Meine Güte, jetzt hör auf dich anzukacken. Dich ankacken, ich kack dich an. Ich kack nicht zurück. Mich. Ich glaube, wir sind ziemlich am Anfang, kann das? Ich habe Tanks in Ohr gefunden und nebendran noch Rubine und... Okay. Also richtig gut. Und hier wieder Silver. Denn ich glaube, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Irgendwo waren da nochmal Tanks in Ohr direkt nebendran. 4 Stück schon. Innerhalb von einer... Ah, wie soll ich das nennen hier? Bauphase. Abbauphase, genau. Lava, da gehe ich jetzt nicht rein. Oh, das ist nochmal Silber, habe ich jetzt gesehen. Was ist das hier für eine Oase der wertvollen Sachen? Eine tolle Oase der wertvollen Sachen. Nein. Was denn? Kommt Skype gleich, ist kurz, verbrannt. Skype hat gerade kurz angefangen zu laggen. Oh. Jetzt aber geht's wieder. Du hast wieder so... Dennis, lass mal zurück. Ich will jetzt echt mal das ganze Zeug in die Truhe packen.